Hallo, hallo, hallo. Kocht euch auch die Galle? Dann willkommen zurück bei Tales of Monkey Island. Ja, ich muss immer noch irgendwie Gallenflüssigkeit sammeln. Und da habe ich inzwischen eine Idee, wie ich das am besten mache. Oder am dümmsten. Noogie, mein Freund. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Ja, verklickt. Ab in die Beule. Und jetzt? Ein Glas Galle. Lecker, lecker. Eine Tasse furchtbar ätzender, hochgiftiger Seekuhgalle. Lecker. Sag ich doch. Okay, damit kann ich bestimmt die verstopfte Protuberanz irgendwie wieder freikriegen. Viel besser. Gut, besser. Okay, und dann ab da rein. So, jetzt kann ich mir hier diesen eisernen Affen hier anschauen. Schau dir das an. Jemand sollte das wirklich der örtlichen Bücherei zurückgeben. Moderne Folter leicht gemacht. Ja, ich hasse es wirklich, wenn mir der Schweiß beim Brechen des Willens meiner Feinde ausbricht. Moderne Folter leicht gemacht? Wofür brauche ich das jetzt? Was ist mit dem Gemälde? Das Porträt von Fischeis Alabaster. Es ist mit antikem Schmutz bedeckt. Ich kann das Gemälde nicht sehen. Kann ich das irgendwie sauber machen? Mit der Galle? Seekuhgalle, das natürliche Lösungsmittel des Meeres. Wow, schau dir die Glubschaugen an. Das sollte reichen. Okay. Das Affengesicht. Ich mag das. Okay. Das ist ein Schiff namens Howler Monkey. Habe ich jetzt alles, was ich brauche? Ich probiere es nochmal mit Bug-Eye. Ahoi! Was jetzt? Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Puppengesicht? Bereit? Ich beginne. Er hat... Arr, stinkend, Strabismus, Fiesling. Da habe ich selbst bei Neugeborenen schon furchterregendere Grimassen gesehen. Sieh dir das hier an. Das ist Arr, widerwärtig, frisiert, Affe. Krass, Cheap Whistle hat Runde 1 überstanden. Ganz nett, aber kannst du das hier toppen? Hier kommt Arr, vermummt, schielend, alter Knacker. Oh, ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... Mir fehlen immer noch welche. Frisiert ist ganz gut. Fischauge. Schielend Fischauge. Widerwärtiges Fischauge. Oh, das sieht gut aus. Alter Knacker. Irrer. Okay, probieren wir es damit. Nee. Affe? Irre. Er hat Arr. Widerwärtig. Fischauge. Irre. Ein paar neue Schritte, aber nicht genug.
Teil Originalität ist so gut wie gar keiner. Bug-Eye gewinnt. Du hast echt nichts drauf, Junge. Ich werde langsam warm. Okay, wo... Wie finde ich heraus, welcher der richtige Konter zu welchem ist? Nochmal. Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Bereit? Ich beginne. Er hat... vermummt, Fischauge, Fiesling. Jetzt bekommst du ein Problem. Widerwärtig. Strabismus. Error. Affe. Schielend. Fischauge. Frisiert. Ich mach frisiert. Ich mach wieder das. Das ist eigentlich ganz gut. Hier kommt. Arr. Widerwärtig. Frisiert. Affe. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Hier kommt... stinkend, schielend, alter Knacker. Stinkend. Hast du schon eine Grimasse gemacht? Ich sehe bloß eine gewöhnliche Entstellung. Schau dir das mal an. Stinkend, schielend, alter Knacker. Mal probieren. Er hat vermummt, Fischauge, ein paar neue Schritte, aber nicht genug. Teil Originalität ist so gut wie gar keine. Bug-Eye gewinnt. Du hast aber echt nichts drauf, Junge. Ich werde langsam warm. Wie finde ich raus, was ich machen muss? Ich lese mal hier das Buch. Dieses Buch ist voll mit magenumdrehenden Foltermethoden. Wirklich, es gibt ein Gerät, das Magenumdreher heißt. Okay. Nochmal. Nee. Ahoi! Was jetzt? Bis dann, Buggy Bilgewater. Mach's gut, Threepwas. Mir fehlt immer noch ein Gesicht. Festlicher Schädel. Hallo. Gemälde. Eiserner Affe. Ich komm da nicht dran. Der Affe ist aber sauer. Wie ein Pavian. Ich habe diesen Gesichtsausdruck schon zu meinem Piratengrimassenrepertoire hinzugefügt. Mir fehlt immer noch einer. Igitt, ein glitschiger Saugwurm. Hey Mo! Was ist denn? Okay, ich komme später wieder. Lass dir ruhig Zeit. Hallo. Was geht? Man sieht sich. Bis später. Wobei ich probiere noch mal was anderes. Kann ich mit deiner Stimme rechnen? Ich stimme für denselben, für den sich Santino entscheidet. Man sieht sich. Bis später. Wo finde ich das letzte fehlende Gesicht? Tut das der Seku nicht weh? Das ist ein Tier. Das scheint es nicht zu interessieren.
Notiz an mich selbst. Buckeye vom Seepony-Asyl in Spinner Cave fernhalten. Ahoi! Was jetzt? Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Puppengesicht? Nö. Bereit? Ich beginne. Das ist... vermummt Strabismus Affe! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Das okay. ist... stinkend Fischauge Fiesling! Krass! Cheap Whistle hat Runde 1 überstanden. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Er hat... widerwärtig frisiert. Alter Knacker. Hast du schon eine Grimasse gemacht? Ich sehe bloß eine gewöhnliche Entstellung. Schau dir das mal an. Okay. Vielleicht. Hier kommt. Vermummt Fischauge Affe. Aufgrund wenig origineller Opposition ist Buckeye der Sieger. Und aber noch eine abgekupferte Darbietung. Du verlierst. Na, warte. Was mache ich denn falsch? Wo finde ich das letzte Gesicht? Oh, noch ein Saugwurm. Oh, einer nach dem anderen. Das letzte, was ich gebrauchen kann, ist, dass sie meine Hose bevölkern. Okay, dann bringe ich den Saugwurm halt nochmal zu Dingsbums. Gut so. Wo finde ich das letzte Gesicht? Ben Winslow, wie geht es Ihnen? Ihr Mitgefühl kann mir gestohlen bleiben, Shreepfoot. Ich werde Sie am Kreuzmast aufknüpfen, damit Ihnen die Möwen das Fleisch vom Knochen picken. Aha, demnach nicht so gut. Kein Wunder, dass der Kerl im Kreis schwimmt. Ihm fehlt die Hälfte seines internen Navigationssystems. Ja. Ich brauche noch ein Gesicht. Tagchen, Boss. Wie macht sich mein Trinker, Matrose? Keine Sorge, ich bin dabei. Also bis dann. Machen Sie's gut. Muss ich ihm den Drink geben? Ihr Becher, Sir. Hatte ich Ihnen denn nicht gesagt, nichts Gelbes? Die anderen Geschmacksrichtungen sind doch nur was für Warmduscher. Wollen Sie mich umbringen? Ich sagte doch, ich verliere dann völlig die Augenkontrolle. Ich muss wahrscheinlich die Farbe irgendwie ändern. Ah, jetzt weiß ich wie. Okay, wir warten mal. Mir fällt wieder ein, wie das ging. Er hat ja da so eine Brille auf. Ah, okay, die hat er schon abgelegt gehabt. Komm, komm. Komm. Na komm schon!
Sei kein Feigling, komm schon. Richtig. Schnell nehmen. Wo ist nur mein Monokular geblieben? Na, glitschiger Teufel. So, und dann kombinieren wir das mit dem Fischauge der Seekuh. Dann sieht er alles ein bisschen rötlicher. Diese Linsen haben ungefähr die gleiche Größe. Dekabas Monokular hat jetzt eine rote Linse. Jetzt wird er die Seekuh durch die rosarote Brille sehen. Oder aber unglaublich viele Geheimnisse entdecken. Dann geben wir es ihm mal. Dein Monokular, Boss. Dem Himmel sei Dank. Ich war schon total am Verzweifeln. Ist es unversehrt? Die Linse war zerbrochen, als ich es fand. Ich habe aber Ersatz für sie gefunden. Wie finde ich, Besatzungsmitglied? Ganz der alte Coronado. Das sehe ich schon. Okay. Dann warten wir kurz. Komm schon. Setz die Brille auf. Perfekt. Ah, ein Becher Gallenschaumwein. Und danke auch, dass Sie das ätzende gelbe Sekret vermieden haben. Hölle! Man achte auf die Augen. Jetzt ist selbst das orangefarbene Sekret verdorben. Nie wieder. Von nun an gibt es für mich nur noch den Ausfluss der eustachischen Röhre oder Salzwasser. Klingt beides nicht so gesund. Okay, wir haben das letzte Auge. Dann auf zum Duell! Bugeye, ich fordere dich heraus! Ahoi! Was jetzt? Duellieren wir uns! Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Bereit? Ich beginne. Das ist... vermummt, Strabismus, alter Knacker. Da habe ich selbst bei Neugeborenen schon furchterregendere Grimassen gesehen. Sieh dir das hier an. Okay. Das ist... genervt, frisiert, Affe! Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Hier kommt... widerwärtig, schielend, Fiesling! Oh, ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... Okay. Das sieht doch gut aus. Er hat genervt, frisiert, alter Knacker. Bugeye gewinnt nach einer weiteren wenig originellen Grimasse von Scrapwood. Du bist so kreativ wie meine Großtante Margarine. War sie denn sehr kreativ? Nein. Okay. Ich glaube, ich probiere das nochmal in der nächsten Folge. Bis dann!